Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist IdaPCD und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr habt es in meinem Reaction-Video schon erfahren, es geht los mit dem Meerwasser-Aquarium in der Box, also dem Box-Aquarium sozusagen. Es gibt nur eine ganz kleine Sache, die ein bisschen anders ist in diesem Video. Ihr merkt schon, es fängt auch anders an. So eine statische Kamera habe ich eigentlich nie. Beim Schnitt ist aufgefallen, dass meine Speicherkarte, mit der ich aufgenommen habe, der Meinung war, sie sollte erst so 6, 7, 8 Sekunden, nachdem ich Record gedrückt habe, wirklich aufnehmen. Das heißt, die ersten Sekunden, meistens dann, wo ich anfange zu reden, sind einfach weg. Keine Ahnung, also ich mache jetzt auch schon ein paar Jahre YouTube. Dieses Problem hatte ich auf jeden Fall noch nie. Da das aber das erste Meerwasser-Aquarium-Video ist und mir immer wichtig ist, dass wir alle gemeinsam auf einem gleichen Wissensstand sind, werdet ihr mich vielleicht das ein oder andere Mal hier nochmal nachkommentiert sehen, wo ich nochmal ein bisschen erkläre, was haben wir da eigentlich gerade entdeckt, falls das Videomaterial zu viel fehlen sollte, damit es für euch ein bisschen verständlicher wird. Kurze Aufklärung, wie das Video jetzt losgeht. Thomas hat mich abgeholt und wir sind gerade auf dem Weg. Wohin? Das werden wir jetzt herausfinden. Thomas, was machen wir jetzt? Wir fahren in ein Meerwasserfachgeschäft. Das heißt nicht Salzwasser, sondern alle sagen Meerwasser, ne? Sagt man einfach so. Hat das ja einen bestimmten Zweck? Ich würde eigentlich auch lieber Salzwasser sagen, aber es ist halt wirklich so eingebürgert mit Meerwasser. Vielleicht finden wir gleich... Wo sind wir denn hier? Wir sind hier voll im Outback gelandet. Ich weiß nicht, ob Alter, wo sind wir denn hier? Wo wolltest du denn ursprünglich eigentlich mit mir hin? Eigentlich will ich mit dir ein Meerwasserfachgeschäft in Bergheim. Meerwasserböttcher nennt sich die Kiste. Ist eigentlich ein Großhandel, glaube ich. Der hat auch nur samstags offen. Deswegen müssten wir halt hier heute auf den Samstag hinjodeln. Und der bietet eigentlich mit Abstand die fetteste und größte Auswahl in NRW, würde ich behaupten. Das ist irgendwie gefühlte 1000 Quadratmeter groß. Also so groß wie mein Laden ist. Aber da nur Salzwasser. Also hat das wirklich offen? Das ist ja super unangenehm da mit der Kamera. Ich falle ja komplett auf. Ja, das draußen hat gerade schon eine mit einer anderen Kamera. Wirklich? Ja, hier treffen sich die ganzen Kameras. Ja, der Grund ist natürlich, weil ich überlegt habe, für die Box ein Meerwasser-Aquarium zu kreieren. Er möchte sich gerne ein Salzwasser-Aquarium in die Box stellen. Ich will es nicht einfach da hinstellen, ich will es da machen auch. Also ich will es da... Achso, genau. Also wie das UFO-Aquarium, jetzt das Box-Salzwasser-Aquarium. Richtig. Und ich kenne mich überhaupt nicht mit Meerwasser aus. Und ich auch nicht. Also so ein Laie würde sich denken, so, ja, du kennst dich ja mit Aquarien aus, dann kennt man sich bestimmt auch mit Meerwasser-Aquarien aus oder so, aber nee, das ist eine komplett andere Welt. Funktioniert ganz anders. Die Pflanzen, die bauen sich da aus Steinen oder aus Mineralien auf oder so. Das sind gar, ne, keine Pflanzen. Das sind Tiere. Was ist das für eine Welt? Ja. Wir gucken mal. Okay, was wissen wir? Wasser ist drin, klar, Wasser hat einen gewissen Salzgehalt. Genau, ich meine... Bei Süßwasser nicht, ist Süßwasser, Meerwasser ist Salz drin. Genau, wird aufgesalzen. Ja gut, es gibt schon Pflanzen, so verschiedene Algenarten gibt's. Wow. Die sehen sogar cool aus. Coole Algen? Ja, sehen wirklich cool aus. Wäre dann auch schon mal wieder was ganz anderes zum Süßwasser-Aquarium, oder gibt's nämlich keine coolen Algen? So, es gibt ja sogar, also wie gesagt, ich bin nicht wirklich der Pro in dem Thema, aber es gibt ja sogar so Algenfilter. Dann haben die unten im Filter, wird extra beleuchtet, und da wachsen dann Kolerpa-Algen. Sehen richtig fancy aus, die Dinger. Das ist richtig außerirdisch so gefühlt. Ja. Und ja, die Fische sind natürlich auch richtig krass, ne? Ja, mega krass. Mega bunt. Eigentlich das, was sich jedes Kind vorstellt unter einem Fisch, findet man eher im Meerwasser. Auch unglaublich, warum die überhaupt so bunt sind, so krass, ne? Das ist ja wirklich manchmal wie animiert. Können wir ja mal fragen. Können wir fragen. Was wissen wir noch? Ja, Korallen, klar. Es gibt Weichkorallen, es gibt Steinkorallen. Das weißt du schon mal, das weiß ich nicht. Ach so, okay, Entschuldigung. Spoiler. Spoiler. Das hat meine Oma immer zu dem Spoiler hinten auf dem Auto gesagt. Oh, dicker Spoiler. Das finde ich immer, wenn meine Aussprache lustig machen muss. Finde ich nicht korrekt. Ich werde wegen dir noch zum Logopäden gehen. Nur wegen dir. Ich werde so eine Sprachausbildung machen, damit ich demnächst auch... Geh lieber mal zum Osteopathen. Garnelen gibt's auch, ja, aber natürlich in viel krasseren Farben. Ja, doch, Formen. Doch, größer vor allen Dingen. Größer, verschiedene Formen. Dann gibt es ja noch diese ganzen Symbiose-Geschichten, wo dann so ein Fisch mit so einem Krebs zusammenlebt. Ja, Seeigel gibt es. Die Meerwasserwelt ist viel offener. Ich weiß nicht, wie es das im Süßwasser auch gibt, aber ich weiß, dass diese Symbiose-Krabben mit diesen Fischchen da... Allein Putzerfische, die einfach andere Fische putzen und so richtig ins Maul reinschwimmen und mal von innen alles Sachen, mal sauber machen. Die nicht auf deinen Schreibtisch passen. Ja, das stimmt. Also auch technisch, ich habe keine Ahnung, ob man da Wert legt auf Helligkeit von Lampen. Ja, die Korallen brauchen sowas. Man sieht ja, im Meer ist es ja immer da, sind ja die ganzen Korallen da, wo es nicht so tief ist. Genau. Ab einer gewissen Tiefe ist ja nichts mehr weil los. Weil da nicht mehr genug Licht reinkommt. Ja. Weil jeder Meter nimmt ja Licht weg. Und die Korallen leben ja wiederum in einer Symbiose mit Algen. Weil das, was sie, das sind, jetzt will ich nicht ruhig, oh, jetzt will ich mal richtig glänzen. Ich glaube, Zooxanthellen heißen die Dinger. Das sind so Algen, die in den Korallen wachsen, wovon die sich ernähren. Dafür brauchen die das hohe Licht, weil die züchten quasi Algen in sich. Oder die züchten sich. Algen, von denen sie sich selber ernähren. Da können wir mal einen Profi fragen. Das ist wie diese Ameisen, die selber Pilze züchten, von denen sie dann... Blattschneider. Ja, ich glaube, wir haben schon ein Video gefüllt heute. Ja, das war jetzt Teil 1. Im Teil 2 zeigen wir euch mal, wie es da drin aussieht. Das ist eine Filtergeschichte. Das ist ein Filter, der mit Papier funktioniert, oder ja, was? Ja, genau. Das ist so ein bestimmtes Vlies. Und du hast dann unten drunter hast du so einen Ring. Der läuft praktisch durchs Wasser durch. Wasser wird durchgedrückt. Und wenn der sich dann zusetzt, dann fängt das an, zu sich zu bewegen. Dann wird das Schmutzige wird hier aufgerollt. Und das
dann zieht es sauber. Aber das ist eine reine Salzwassergeschichte. Nö, das gibt's auch im Süßwasser. Das gibt's auch im Teich riesengroß. Also technisch checke ich ja Salzwasser auch noch überhaupt nicht. Also keine Ahnung. Da bin ich auch überhaupt kein Brot drin. Ne? Habt ihr mir so ein bisschen nebenbei filmen oder habt ihr ein Problem damit? Ja, dann muss ich kurz mal nach einer Genehmigung fragen. Okay. Also wir wissen noch nicht, ob wir filmen dürfen. Wir wissen noch nicht. Wir fragen gerade. Hallo. Hi. Ja, ich würde sich gerne ein Salzwasser-Aquarium anschaffen. Ich habe gesagt, ihr seid eine geile Anlage. Ja, während wir da gerade im Hintergrund den Chef des Ladens fragen, ob wir denn da überhaupt filmen dürfen, konnten wir ihm schon die ein oder andere Frage stellen. Leider wollte er selber aber nicht vor die Kamera. Das heißt, ich versuche euch das ein bisschen zusammenzufassen. Also er hat gesagt, er ist großer Fan von Fließbettfiltern. Ich habe danach mal gegoogelt. Das hier ist das Erste, was gekommen ist. Also keine Garantie. Das hier scheint mir ein Fließbettfilter zu sein. Mit so einem Fließbettfilter kann man wohl den Dreck des Beckens irgendwie außerhalb des Aquariums halten. Beziehungsweise der zieht den Dreck raus. Normalerweise hat man unter dem Aquarium, glaube ich, noch ein Aquarium. Also sozusagen ein Filteraquarium. Und da sammelt sich dann der ganze Dreck. Und er meinte, sonst musste man früher immer irgendwie jedes halbe Jahr das Unteraquarium sauber machen. Und dieser Fließbettfilter, der hält den Dreck irgendwie aus dem Aquarium raus. Aber irgendwie sieht mir der Filter hier dann nicht danach aus. Ich weiß es nicht. Ja, aber die für mich wichtigste Frage war eigentlich, wie er das mit der Wartung des Aquariums macht. Wie ist das mit dem Wasserwechsel, Wasserzusätze und so weiter. Das ist für mich ja das größte Rätsel. Ja, und er hat gesagt, das Wichtigste ist, dass die Tiere, und dazu zählen ja nicht nur Fische, er macht so gut wie gar keine Fische, sondern fast nur Korallen, weil er sagt, Fische sind super aufwendig. Und das ganze Korallenthema ist einfacher und ertragreicher, glaube ich auch. Und die Tiere, also alle Korallen und Anemonen, die brauchen halt ihre Nährstoffe. Und man kann diese Nährstoffe zuführen, indem man wie er 10% Wasserwechsel pro Woche macht. Wasserwechsel in dem Fall bedeutet Osmosewasser. Also man hat eine Osmoseanlage, wie ich auch zu Hause. Die filtert dann das Wasser, welches aus dem Wasser rankommt. Macht dann mehr oder weniger mineralarmes, leeres Wasser draus. Das Problem dabei ist aber, wir hier in Köln haben ganz viele Kieselsäure, also Silikat im Wasser. Das heißt, man muss nach der Osmoseanlage nochmal einen extra Filter, und zwar einen Reinstwasserfilter noch dazwischen schalten. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Eine Osmoseanlage hat ja auch nochmal so, glaube ich, so 3 Filtereinheiten oder so. Da packt man dann noch einen dazu. Das hier scheint mir so ein Reinstwasserfilter zu sein. Und der schafft es dann auch nochmal, die Silikate oder das Silikat aus dem Wasser zu filtern. Und das wird dann eigentlich nur noch mit Salz angereichert, weil es ist ja ein Salzwasser- bzw. Meerwasser-Aquarium. Ja, und das war's. Also man muss eigentlich nur einmal diese Osmoseanlage installieren, nimmt dann das Wasser, reichert das dann mit Salz an und packt das dann wieder ins Aquarium. Alternativ hat er aber gesagt, kann man auch mit Produkten arbeiten. Also wenn man nicht so oft Wasserwechsel machen möchte, dann kann man auch Produkte reinpacken. Allerdings bis zu 10 Produkte, je nachdem, muss man da wohl reinpacken. Und er meinte, das geht halt ganz besonders ins Geld, deswegen ist es für ihn sinnlos. Aber ich finde es auf jeden Fall krass, dass man überhaupt die Alternative hat, dass man Produkte reinpacken kann, anstatt einen Wasserwechsel zu machen. Das funktioniert ja im Süßwasser-Aquarium, so wie es mir beigebracht wurde, nicht, weil da sammeln sich ja giftige Stoffe an, die man dann halt durch den Wasserwechsel überhaupt aus dem Becken erst rausbekommt. Das scheint anscheinend im Meerwasser-Aquarium kein Problem zu sein. Und zum Schluss haben wir dann noch gelernt, was für verschiedene Arten von Korallen es gibt. Es gibt SPS-Pflanzen. SPS-Korallen? Es sind Korallen, es sind keine Pflanzen. Genau, wir fangen mal an mit, dass es Korallen sind. Also SPS und LPS. LPS, genau. Und Weichkorallen gibt es. Und Weichkorallen, das sind so genau. Diese drei Korallenarten. Drei Korallenarten, die es gibt. Also Arten ist vielleicht auch schon Gattungen wahrscheinlich, ja. Alter, wir sind voll die Noobs gerade. Das ist halt jetzt übelst interessant, wenn wir jetzt jemanden hätten, mit dem wir reden können, so wie ich bei dir damals, weißt du, ja. Wo ich so als Noob komplett die Fragen stellen könnte vor der Kamera. Wäre halt voll geil jetzt eigentlich. Also du hast einmal SPS-Korallen. Das was sind welche sind denn jetzt SPS? SPS ist Short-Polypig, also Short-Polyp, SP. Also, und das zweite ist, weiß ach, das SP steht für Short-Polyp, also die haben kurze Polypen. Genau, und das sind die auch viel Licht brauchen, war da gerade. Die haben nur kurze Polypen. Die dann auch nicht so krasse Farben zeigen, weil sie halt unter dem hellen weißen Licht stehen. Doch genau, die haben eigentlich schon krasse Farben, das sieht man nur unter hellem Licht nicht so krass. Genau, die brauchen aber dieses helle Licht. Ich glaube, wegen diesen Zooxanthellen, die in sich haben, damit die Korallen... diese. Das Kleinen. Hast du jetzt aber gesagt. Ja, ja, das vermute ich, dass es daran liegt. Das hätte man mal fragen können, warum die helle Licht brauchen, die anderen nicht. Weil die einfach aus Gebieten kommen, wo es heller ist, oder nicht? Also ja, das hat ja einen Grund. Ich vermute, dass... Weiter oben im Wasser. Die einen stehen weiter oben, die anderen weiter oben. Ja. Okay, warte mal kurz. Ja. Die haben kurze Polypen. Wie kann man sich das so merken? Die haben nur kurze Polypen, deswegen brauchen sie mehr Licht. Sagen wir einfach, Polypen ist eine Einschränkung. Kurze Polypen, dann aber viel Licht. Lange Polypen, dann brauchen wir nur wenig Licht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich jetzt ultra vereinfacht. Ja. Und das sind jetzt die Langpolypigen. Und das sind eigentlich das, wo er gesagt hat, wo am meisten von verkauft wird. Ich glaube, man kann relativ einfach sehen, warum. Weil die halt einfach die heftigsten Farben haben. Das ist krass. Also dieses dunkelblaue Licht fluoreszieren die halt so stark. Ne? Hat er ja gerade gezeigt gehabt mit dieser kleinen Orangen da. Und in dem hellen Licht war die braun und im anderen war die orange. Ja. So sieht das halt hier aus. Da hat er gesagt, wenn wir jetzt hier normales Licht draufschalten würden, also weiß, würden die Farben ja auch wieder weggehen. Genau, also eigentlich ist nur das Licht wirklich dafür verantwortlich, dass sie so krass aussehen. Und weil die nicht so viel Licht brauchen, kann man das mit denen halt einfach machen, ne? Als wenn da eine kleine LED drin ist. Ja, ist schon krass. Und das sind halt die beliebtesten, weil die halt einfach übelst krasse Farben zeigen können, weil sie nur unter dunklem Licht, also weil sie auch unter dunklem Licht funktionieren. Und da kommen die Farben am besten zur Geltung. Aha, jetzt haben wir gelernt. Es gibt SPS und LPS. Das heißt für mich natürlich in dem Fall klar, ich werde mich für die langpolypigen Korallen entscheiden, weil die brauchen nur wenig Licht. Die sind nämlich unten bei 15 bis 30 Meter Tiefe, da wo nicht mehr so viel Licht ankommt. Und dadurch, dass nur noch dieses wenige Licht ankommt, was halt vor allen Dingen auch sehr blau ist, zumindest im Aquarium dann, kommen die Farben halt erst so richtig
richtig zur Geltung. Ich kann mir den Look auch richtig gut in der Box vorstellen. Wir haben super viel Weiß und dann diese ganzen Neontöne noch mit dazu, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Was das auch für ein geiles, schwabbeliges Teil ist, mit einer heftigen Frise einfach. Ne? Sieht schon richtig geil aus. Das sind jetzt wieder eher Langpolypige, würde ich behaupten wollen. Aber warum sind die... Ja, bei LPS. Genau, das sind ja alles Langpolypige hier. Richtig, du uns was falsch an. Boah, das sieht aber auch überheftig aus. Das blendet ja schon fast, ne? Alter. Also ich habe mich ja damals bewusst nicht für ein Salz-Meerwasser-Aquarium entschieden, weil ich das irgendwie zu kitschig fand. Aber umso mehr ich das sehe, umso geiler finde ich es dann jetzt so im Nachhinein dann irgendwie doch. Weil es einfach was Neues ist so, ne? Also ich kannte das halt von früher noch aus meinem Lehrbetrieb, da hatten wir das ja auch. Und da war immer Struggle. Und er hat das ja auch gesagt mit den Fischen, ne? Es war immer Stress mit den Fischen. Und weil die Fische anstrengender sind als Süßwasserfische? Ja, weil die viel empfindlicher sind und. Und er sagt es ja auch ganz klar, dass sie ganz klar Fische gar nicht so bevorzugen, sondern eher auf die Korallen setzen. Dass das eigentlich auch viel einfacher zu pflegen ist. Also was für mich auf jeden Fall noch ein großes Thema ist, das muss ich auf jeden Fall gleich dann auch nochmal nachfragen, ist halt die Naturentnahme-Geschichte und selbst eigene Nachzuchten. Weil ich habe immer ein Problem mit Naturentnahmen, ist einfach so. Kann man jetzt viel drüber reden, hin und her, aber ich finde es nicht so geil. Ich bin mal gespannt, wie viel wirklich selber nachgezüchtet werden kann. Das siehst du schon kritisch anscheinend, ne? Ja, meinst du? Aber voll viele haben doch so kleine Nachzuchtkorallengedönse-Aquarien im Keller. Also was ich so weiß, ist halt, dass teilweise auch halt bei den Aquaporas zum Beispiel, dass die nehmen, einfach zerbrechen und dann halt aufsetzen und sagen, das ist Nachzuchten. Echt? Ja, ja. Das ist, ich frag da gleich mal nach. Ja, ja. Das sieht ja alles schon so aus wie sowas. Ich finde, das sieht nämlich aus wie so eine kleine Nachzucht. Aber guck mal, hier siehst du, da sind nämlich die richtigen Steine, obwohl da auch wieder so Plättchen drunter. Also ich denke mal, da wo diese Plättchen drunter sind. So krank auch hier einfach so mit so verschiedenen, einzelnen, farbigen Geräten da drin. Da ist ein Putzerfisch. Hallo. Den habe ich sogar erkannt, den kenne ich sogar. Und da hinten ist sogar ein Seestern. Hallo Seestern. Hallo Patrick. Ist das ein Drückerfisch? Echt, Drückerfische können richtig gefährlich werden. Ich weiß, dass sie kegelförmige Reviere haben. Tauchen. Musste man lernen. Ich habe einen Tauchschein. Ich habe mal ein Video gesehen. Da hat ein Ehepaar unter Wasser geheiratet. Und dann kam ein Drückerfisch dazwischen und hat die angegriffen. Hat die gebissen ins Gesicht. Echt? Ja, weil die 30 Meter rechts daneben irgendwie ihr Nest gut Gelege hatten und dann wurde er das verteidigen. Ich habe auch schon viele Videos gesehen, wo Drückerfische Taucher angreifen und so, aber... Die sind richtig... Ja, aber die haben die mal so ein bisschen weggetreten. Aber wenn man nicht weiß, damit umzugehen, dann beißen sie dich auch schon mal ins Gesicht. Das ist dann schon scheiße, ne? Ja, wenn du nicht drauf vorbereitet bist und vielleicht da gerade deine Hochzeit feiern willst. Aber der hat auch schon fiese Zähne, muss man auch dazu sagen. Guck mal, siehst du da? Kleine Dracula-Eier. Ah, sehen schon geil aus, aber mit Abstand, der Picasso-Fisch sieht mit Abstand am krassesten aus. Zumindest von denen, die hier drin schwimmen. Von denen, die hier drin schwimmen, ja klar. Ja, ansonsten hört es bei mir was ja gar nicht auf mit krassen Fischen. Hier, die finde ich auf jeden Fall auch irgendwie total heftig, obwohl die ganz unscheinbar irgendwie hier drunter. Was hast du nochmal gesagt? Weißt du, wie die heißen? Das müssen Xenien sein. Xenien. Also Leute, ihr könnt uns auf jeden Fall sehr gerne berichtigen, wenn ihr da mehr Ahnung von habt. Wie gesagt, wir sind absolut allein und gucken uns gerade das erste Mal, also ich zumindest das erste Mal überhaupt sowas an. Was sind das? Blasenkorallen? Aber so ein bisschen weißt du schon noch Bescheid, ne? Moment. Ich weiß ja auch, was ein Elefant ist, aber wenn man den pflegt, weiß ich nicht. Ja, natürlich. Aber kein normaler Mensch weiß, dass das hier Blasenkorallen sind. Also wenn es eins ist, dann eine Blasenkoralle der Optik nach so, aber... Aber wie die alle heißen, weiß ich auch nicht. So ein bisschen kennt man sie, hat man sie schon mal gehört oder sich damit beschäftigt. Aber wenn man, glaube ich, Aquaristik betreibt, dann kommt man irgendwann auch auf dieses Thema Salzwasser. Von der einen oder anderen Messe hat man das schon mal ein bisschen mitbekommen. Ich habe das aber noch nie so richtig gecatcht. Aber warum nicht? Aber hat es auch noch nie eine, ich habe dich schon so oft gefragt, du hast immer keine richtige Begründung gehabt. Auch weiß ich nicht. Nee, hat mich einfach noch nie so richtig gecatcht. Zum einen bin ich auch voll der Fischtyp. Ah ja, stimmt, du bist ja so ein Fischiger. Und ich weiß halt noch, was es halt immer für ein Struggle war bei uns, wo ich meine Ausbildung gemacht habe damals. Und jetzt gerade hört sich das ja völlig entspannt an. Da. Ja, voll. Viel entspannter haben ja auch ganz viele gesagt. Genau, das war's. Viele sagen mir auch, die machen so gut wie keinen Wasserwechsel. Habe ich auch schon ganz oft gehört. Das ist ja, klingt ja ganz entspannt. Ne? Guck mal, hier gibt es Turboschnecken. Turboschnecken. Ja, das sind die Rennschnecken des Meerwassers sozusagen. Wir haben eben über LPS und SPS gesprochen. Die SPS brauchen super hell, die LPS brauchen super dunkel. Was ist jetzt mit den Weichkorallen? Kommen wir zur dritten Kategorie, die übrigens sehr günstig ist im Vergleich. Warum sind Weichkorallen so viel günstiger als die kurzpolypigen und langpolypigen Korallen? Das ist jetzt unsere Frage an euch da draußen. Warum? Weil die sehen nicht unspektakulär aus, finde ich. Ja, gut, jetzt hier sind sie halt teilweise zu, ne? Ja, aber die da sieht trotzdem super krass aus. Ja, und die würde ja noch richtig aufgehen, ne? Da hast du ja ganz, ganz viele so kleine Polypen an drin. Hier so ein kleines Bäumchen, ist auch geil. Hier die ganzen Scheiben an, die sehen auch schon cool aus, ne? Ja, voll. Vor allen Dingen für den Preis, oder das ist ja ein Schnapper hier. Habe jetzt ja ein Weichkorallenbecken aufgezogen hier, aber vom Alafeins. Nee, glaub nicht. Da muss ich mich erst mit beschäftigen. Also ich kann es noch nicht sagen, ich weiß noch nicht. Was ich aber definitiv weiß, ist, dass ich keine SPS haben möchte. Keine kurzpolypigen. Also das hier ist jetzt SPS, das hier ist jetzt die
kurzpolypigen Korallen und ja, die kommen halt unter dem hellen Licht, weil die halt eben helles Licht brauchen, kommen die halt auch gleichzeitig nicht so geil farblich zur Geltung und werden es auch nie kommen, weil sie halt eben helles Licht brauchen. Es sei denn, man macht nachts so eine Nachtbeleuchtung, dann könnten die nachts vielleicht cool aussehen oder abends, ne? Aber tagsüber halt eben nicht. Ja, ich denke, und da muss man uns sowieso nochmal richtig informieren, ja, welche klar. Lichtintensität du wann wie viel haben musst. Brauchen die das wirklich immer nur so dunkel oder wollen die irgendwann auch mal 2 Stunden Vollgas haben? Ja. Kann ja auch sein. Ach guck mal, hier oben hat sogar tatsächlich die Lampe eine Anzeige mit Temperatur und Uhrzeit. Lol. Die läuft jetzt seit 4 Stunden und 38 Minuten. Guck da, sie ist gerade bei 47 Grad, 45 Grad, LED 2. Ach, jede einzelne LED hat eine Temperaturanzeige. Alles klar. Ich bin jetzt kein Fachmann, aber für mich sieht die aus, als wäre die, ja, am Arsch oder so. Auf jeden Fall schlecht gelaunt. Wieso? Weil die alles so hängen lässt. Ja, wenn die in der Strom wäre, wird die wahrscheinlich sich wieder ein bisschen mehr... Na gut, wenn du das sagst. Aber dafür haben wir hier auch noch ein kleines Schätzchen hier. Sieht auch wieder geil aus. Lol, was ist das denn? Die sehen ja krank aus. Boah, das sieht ja auch so krass aus. Oh mein Gott. Ah, für die Kamera. Oh, ein extra Kamerabecher. Ja, das für manche Sachen macht das ja Sinn, weil die von oben einfach viel cooler aussehen. Ne? Also die sehen auf jeden Fall echt super heftig aus, ja. Aber ich finde den hier auch mega heftig irgendwie, weil der so diese grünen Zwischenräume hat, aber dann... Orange dann. Ja, das sieht richtig krass aus. Aber auch hier, wie krass feine Streifchen da drin sind. Krank. Ja, Meerwasser-Aquaristik, schon heftig. Leute, wir haben uns gerade gefragt, warum hier überall diese Leuchtstäbchen drin liegen. Könnt ihr uns ja vielleicht auch mal sagen. Ich dachte, das wären so Indikatoren oder so für Farbe oder so. Thomas dachte gerade kurz, es wären so Abtrennen. Aber das würde jetzt hier wieder keinen Sinn ergeben. Ne? Ja, eigentlich nicht, ne? Sagt auf jeden Fall da gerne mal Bescheid, Leute. Was kostet jetzt hier 350 Euro? Weiß ich nicht. Hier der Aal wahrscheinlich, ne? Schon saftig knaftige Preise. Aber ein paar Fischis sind schon am Start. Und die sehen aus wie kleine Stückchen Kuchen. Ey, die sehen wirklich aus wie so kleine Stückchen Kuchen oder Pralinen oder irgendwie so aus in der Richtung. Aber das sieht ja aus wie durchgeschnitten, ne? Das sieht aus wie durchgeschnitten, ja. Die vermehren sich ja wahrscheinlich trotzdem weiter, ne? Also, dafür sind die dann wahrscheinlich günstiger. Das ist halt nur ein kleines Stückchen vom Kuchen, vom großen Kuchen. Kommen wir mal zu dem größten Kollegen hier. Was hat er gesagt? Wie viele Liter sind's? Mit Filter 10.000. 8.000? Was? Plus. Der Filter hat alleine 200 Liter? 2.000 meine ich, krank. Plus Teich, sagt er 15.000. Plus Teich, 8.000 plus Filter 2.000 und Teich mit Teich 15.000? Was für ein Teich? Keine Ahnung, hat er gesagt. Okay. Keine Ahnung, was der Mann sagt, weiß ich nicht. Oh, wer bist du denn? Der sieht ja krass aus. Heftig. Tschüss. Also ganz brutal finde ich ja hinten dieses weiße Korallending da. Also was ist denn da bitte los? Das ist wieder so eine Weichkoralle. Aber hallo, die ist aber ganz schön groß und vor allem wirklich weiß. So auf Winter angelehnt. Kenia-Bäumchen, nennen die sich so? Sind das Kenia-Bäumchen? Sind das Kenia-Bäumchen, Leute? Schreibt es mal in die Kommentare. Oh Gott, hoffentlich ist einer in den Kommentaren, der so die ganzen Minutenzahlen angibt und auf alles eine Antwort gibt oder so. Sonst wird es kompliziert. Ja, diese Glasrosen, das ist ja irgendwie sehr unbeliebt. Da gibt es so eine Garnelenart, die fressen die. Und ich denke mal, dass das die sind. Also ich bin mir nicht sicher. Also es gibt in einem Meerwasseraquarium Glasrosen, das ist was Schlechtes. Und dann holt man die Garnelen, weil die Glasrosen fressen. Ja, weil die so nesseln und dadurch können die Korallen wohl kaputt machen oder irgendwie stören. Oder. Das ist alles so... Wir werfen auf jeden Fall mit gefährlichem Halbwissen um uns. Ja. Kollege, du spielst aber mit dem Feuer hier, ne? Ich kann das sehen, dass es ein Filtereingang ist eigentlich hier gerade. Nee, ich glaube, es ist nur die Halterung für das. Nee, guck mal. Was denn? Da kannst du durchschwimmen. Da ist ja, aber hier oben zieht er ja. Nein. Doch, glaube ich schon. Sonst wird er doch nicht die ganze Zeit gegen die Strömung schwimmen. Du siehst doch richtig, wie er die ganze Zeit gegen die Strömung ach, da so ankämpft. Ist einer. Ja. Doch, du erzählst die ganze Zeit, seitdem ich gesagt habe, ich will was mit Meerwasser machen. Das klingt immer wieder so, als wenn ich dir das verkaufen möchte. Also ja, du bist aber nicht dein Laden. Ja, eben. Aber du sagst trotzdem, dass du es geil findest. Ach, das kriegst du wahrscheinlich bald, ja, ja, ne? Ja. Bist schon in Kontakt mit den Leuten. Ja, guck mal, gibt's doch einen kleinen. Oh, das ist geil. Ich habe ja keine Ahnung von der Technik. Es sieht einfach nur als Komplettsystem irgendwie cool aus. Ich habe jetzt auch nicht so einen Riesenfall, aber das, ich habe mir halt, da gibt es auf YouTube so ein Video drüber, und das Ding vielleicht schon angeguckt. Und das klingt halt einfach komplett stimmig. Hier ist es wirklich sehr, sehr blau. Hier ist wirklich keine Farben. Mein roter Pulli ist der ist nicht rot, ja. Der ist wirklich so dunkel. Ja, könnte braun sein. Aber ich finde, das klingt vernünftig. Du hast den Nachfülltank, guck mal. Das ist so ein Nachfülltank. Das ist ein Nachfülltank. 25 Liter, das haben wir schon mal komplett in das UFO-Aquarium hier drin. Ne, das ist sogar nur 20. Und dann hast du hier, das ist der Filter. Schäumer, Fließ. Also ich finde das Ding ist gut. Ja, kennst du dich denn mit der Technik aus? Nee. Ich glaube, da müssen wir noch ein extra Video zu machen, wo wir uns ein bisschen mit der Technik, mit der Filtertechnik und so weiter beschäftigen, weil es einfach nochmal eine komplett andere Hausnummer ist. Und irgendwie sind die Filter auch immer viel, viel größer, ne? Wer hat denn schon so einen großen Filter bei so einem relativ verhältnismäßig kleinen Aquarium? Ja, du brauchst ja im Süßwasser, brauchst ja diesen Eiweißabschäumer schon mal nicht, ne? Klar, Leute, ne? Hier braucht man natürlich den Eiweißabschäumer, ist ja klar. Man braucht den Kaltreaktor, Kalkreaktor nicht, ist ja klar. Ne? Klar. Hier, den Papierfilter und sowas, ne? Papierfilter klar. Ist relativ. Ja. Ja, das weiß man so nicht so genau. Ein geiler Aquarianer würde sowas auch haben. Ja, klar. Bist du ein geiler Aquarianer? Nee.
Was ist denn das da für ein geiles Ding da? Wahrscheinlich Temperaturanzeige. Sieht für mich aus wie Druck. Ne, Sekunden, da unten steht Seconds. Ein Timer. Sieht auf jeden Fall wild aus, der Laden hier. Sieht wild aus. Kann man das dann besser sehen? Ja, dann sieht es auf jeden Fall gelblicher aus. Super. Also von der Größe wäre das potenziell etwas, auch wenn es gerade irgendwie extrem laut ist, aber wäre schon was für die Box, auch wenn es jetzt wirklich von innen gerade gar nicht schön aussieht. Ich weiß nicht genau, was damit... Darf man sowas aufmachen? Oder einmal durch. Also so kann das Ganze auch aussehen. Aber es ist ziemlich laut immer, diese Filter bei Meerwasser, oder? Eigentlich nur dieses hier. Ich finde, du hörst es auch unten. Ja, das kriegst du ja hier nicht mit. Hier ist ja eh Betrieb und alles. Ja, und wir wissen nicht erst seit heute, Strömung ist nochmal eine ganz andere Welt bei Meerwasser. Ne? Strömung muss immer in ganz großem Stile da sein. Hat er denn gesagt, Licht, Strömung und... Das Wort, die Wasserwerte. So, jetzt haben wir uns den ersten Eindruck verschafft. Wir wissen schon mehr. Ja. Es gibt Kurzpolypige, Langpolypige und Polypige und Weichkorallen. Genau. Das sind die drei wichtigen Kategorien. Also erstmal gibt es Steinkorallen und Weichkorallen. Ah. Und bei den Steinkorallen gibt es diese Kurzpolypigen und Langpolypige. Ah. Ja, es war auf jeden Fall, mir fällt nochmal auf, wie entspannt das eigentlich damals war, dass ich Thomas hatte und direkt die ganzen Fragen direkt stellen konnte und so, wenn man natürlich jetzt niemanden direkt so spontan für die Kamera hat, der da auch gerne offen und so drüber redet. Die haben schon gesagt, die sind alle so ein bisschen scheuer hier. Also reden tun die, aber die waren super nett, genau, aber die wollten alle sehr ungern gefilmt werden, kann ich auch absolut nachvollziehen. Ja. Aber es war trotzdem immer cool, als ich zu dir gekommen bin, direkt alles filmen konnte und so. Ich hatte ja auch vorher, ich war ja nicht direkt bei dir. Ich weiß, ich habe das erste Video gesehen, wo ich auch immer so undercover gefilmt habe, weil ich auch weiß, dass generell es immer sehr ungern gesehen wird, dass man filmt. Aber es kam jetzt sehr gut an, dass wir haben direkt gefragt und das fanden die, glaube ich, ganz gut. Grundsätzlich sowieso Lebensweisheit, eigentlich offen mit allen reden, ist immer das Beste. Fühlt sich auch immer am besten an und kommt auch immer am besten an. Ja, du kannst dich auch ganz einfach anders bewegen. Du kannst da drin rollen, wie du willst. Ja. Wenn wir es jetzt heimlich gemacht hätten, dann wieder... Was wissen wir denn jetzt? Wir wissen, dass Korallen scheiße teuer sind, klar. Teilweise können die richtig teuer werden. Ja, wenn die nicht teuer sind, sind sie so klein, aber das ist auch immer noch teuer. Oder Weichkorallen? Und auch das ist immer noch teuer. So eine kleine Koralle kostet immer noch 19 Euro oder irgendwie sowas, oder? Von den Steinkorallen, ja. Ja. Ich glaube, das günstigste waren so 19 von den. Vergleich das mal mit einer Süßwasser-Aquariumpflanze. Die ist deutlich günstiger, so eine kleine. Die ist ja egal, die kann auch groß sein, ist noch günstiger teilweise. Ja. So eine Wasserpest oder so, kostet ja nichts. Ja, also das wird schon, ist schon eine andere Hausnummer am Ende. Ja. Deswegen meine Frage, welche Firma will mich unterstützen? So, korrekt. Wir können aber leider nur technische Sachen liefern. Ihr könnt auch technische Sachen liefern? Ja, aber jetzt ich habe wieder... Doch, deswegen willst du mir auch das Ding da verkaufen die ganze Zeit. Nein, weißt du, nein, ja nein. Wohl schon. Nein. Guck mal, das ist doch cool hier mit den roten Elementen. Ja, das verkaufe ich da gar nicht, das habe ich da gar nicht. Noch nicht? Würde ich auch nicht. Ich würde es dir besorgen. Ja. Ich will ein Mini erstmal. Genau, ich mach das wie im UFO-Aquarium damals. Ich fange ganz klein an, um mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, damit auch ihr nicht komplett überladen seid mit Informationen und hier und dies und das, sondern ich versuche wirklich das Minimalistischste zu machen, aber trotzdem perfekt. Genauso wie beim UFO-Aquarium auch, ist es Aquascaping. Ich hatte sogar Dosieranlage mit drin und so einem kleinen Ding. Alles. Vor allen Dingen nicht so ganz minimalistisch, Dosieranlage. Ja, nee, aber übersichtlicher. Es wird nicht minimalistisch, aber übersichtlich. Man das Ganze ja wunderschön, wunderbar groß spinnen. Mach vielleicht einen automatischen Wasserwechsel oder so. Das ist im Salzwasser, glaube ich, sogar noch viel mehr gang und gäbe als in der Süßwasser-Aquaristik. Ja, weil die da auch mehr Geld reinstecken, die Leute. Weil es auch alles viel mehr kostet. Du hast gerade gesehen, der eine Typ, der da für 500 Euro eine Koralle gekauft hat gerade. Ja, stimmt. Also, pro Polype hat er gesagt 10 Euro oder 20 oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das sündhaft teuer, dieses Teil. Ja, da bist du halt auch bereit, das wirklich so perfekt wie möglich zu machen. Das ist ja... Naja, Leute, das war auf jeden Fall... Also, alle Osmosehersteller. Das war jetzt auf jeden Fall der erste Eindruck. Checkt auf jeden Fall Thomas aus. Thomas' Kanal ist auf jeden Fall auch unten in der Beschreibung verlinkt. Macht jetzt auch wieder regelmäßig Videos. Nee, Videos kommen regelmäßig die ganze Zeit. Okay. Ja, der Januar ist ein bisschen kritisch, aber... Und ich mache auch garantiert keinen... Weil die läuft auch richtig gut, ne, habe ich gesehen. Hast auch mal richtig coole Thumbnails und so. Bist du zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Es fühlt sich immer so ein bisschen, als wenn du dich über mich lustig machst. Du verstehst mich gar nicht. Das war kein bisschen über dich lustig machen. Das war wirklich ganz normal ernst gemeint. Super. Falls ihr mehr zu dem Meerwasser-Aquarium sehen wollt, dann taggt es natürlich auch erstmal Izzy, aber abonniert diesen Kanal hier und nehmt das Leben natürlich nicht zu ernst und wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder. Mal gucken, wie es weitergeht. Wenn ihr Tipps habt, haut die auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Bis dann, macht's gut. Und? Glocke abonnieren. Ja, tschüss.